Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Minecraft-Adventure-Map. Heute mit einem etwas anderen Spielprinzip, und zwar, dass man sich sterben lassen muss. Also man muss sich selber töten. Und ja, die Map ist eigentlich relativ cool gemacht. Haben wir schon ein bisschen angeschaut. Ja, es ist nicht ein komplett neues Spielprinzip, aber ich habe mir so gedacht, warum jetzt von irgendeinem englischen Map-Ersteller die Map nehmen, ja. Dann kann man doch auch gleich die deutsche nehmen und dann vielleicht ein bisschen was unterstützen. Also wir spielen das logischerweise nur mit einem Spieler, sonst würdet ihr ja schon jemanden sehen. Und willkommen auf der Map Dying Challenge. Ich dachte, das hat irgendwas mit Pferden zu tun, ohne Witz. Viel Spaß, Inspiration, Karoshi Flash Games, weiß jetzt nicht, was Karoshi... Tod durch Überarbeitung, aha. Und gebaut von Mohammed 11 und Xtobi 2605, Informationen und Regeln. Hallo, der Reparator 24 und willkommen auf unser erstes Adventure. Bei dieser Adventure musst du versuchen, in jedem Raum zu sterben. In anderen Räumen gibt es eine Kiste, in der du Items findest, die dir dabei helfen. Oh. Auf einfach spielen habe ich keine Blöcke zerstören, sowieso nicht cheaten. Okay, Knöpfe nur an den Goldblock, wenn du dir den Raum verbaut hast. Aha. Es gibt 15 leichte, 7 mittlere. Ich muss sagen, ich komme da gut hin mit dem Lesen. Es gibt 15 leichte, 7 mittlere und 5 schwere Räume, wenn man einen Raum nicht schafft. Wenn man den Raum dann immer noch nicht geschafft hat, kommt man direkt zum nächsten Raum. Im zweiten und letzten Versuch bekommt man ein Buch mit Tipps. Im letzten Versuch bekommt man außerdem ein Lösungsbuch. Okay. Und jetzt viel Spaß auf der Map. Ein Spieler. Achso. Das scheint jetzt Raum 0 zu sein. Yay. Grünzeug oder Braunzeug? Warum? Warum ist da jetzt ein Block weg? Das ist doch sinnlos. Lampe, Raum 1, leicht. Dieser Raum ist so einfach. Okay. Machen wir mal hier. Nee, mach mal. Warte, ich muss planen. Hier. So, mal schauen, ob das jetzt hier funktioniert. Was ist mit dem Schild los? Was ist mit dem Schild los? Raum 2 leichter. Waterbug, ja, okay. Der Knopf zum zweiten Versuch. Ja, das ist ja ganz logisch, dass wir uns hier ertrinken lassen müssen. Dauert halt jetzt kurz, aber ansonsten. Jetzt nicht rausschwimmen, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, Eimer weg. Oh, ey, wie ich keine Lust mehr hätte, das nochmal zu machen. Das dauert schon ein bisschen, bis man ertrinkt. Da muss ich eigentlich relativ dumm sein, um ungewollt zu ertrinken. Drowned. Raum 3 leicht. Ja, okay, klarer Fall. Wenn es Enderperlen sind, dann kannst du nur die Möglichkeit, dass man sich teleportieren soll. Aber ich hab's verkackt. Was soll ich jetzt machen? Ich habe ja keine Enderperlen jetzt mehr. Ich hatte natürlich auch kein Too Many Items drauf. Wahrscheinlich kann ich auch nicht cheaten. Yay. Gibt man uns einfach noch mal zwei Enderperlen. Das fängt schon mal gut an. Das gefällt mir nicht, dass man sich hier unbedingt runterfallen lassen muss, um zu sterben. Aber egal. So, Level Raum 4 leicht. Ah, toll. Das geht natürlich nicht. Gut, auf den Kaktus drauf geht auch nicht. Aber ist ja no problem. Was pricked to death? Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Gravel. Raum 5 leicht. Es ist immer noch leicht.
Ach so, die, ja, stimmt. Weil normalerweise versucht das Spiel einen irgendwie nochmal rauszuholen. Jetzt kann man da nicht raus, weil da zwei Blöcke sind. Ist gut gemacht. Diese tolle Gravel-Textur, bildschirmfüllend. Okay, Schalter. Oh! What? Ah! Ah. Was ist hier drin? Lilypad. Braucht wahrscheinlich gar nicht. Lilypad. Nö. Kann man nur auf Wasser platzieren. Alter. Nein! Normal ist es ja das, was man will, dass man wieder rausglitscht. Aber hier eben überhaupt nicht. Aber es geht eigentlich doch schon ganz schön schnell. Suffocated in a wall. Ich finde es irgendwie lustig, dass die jetzt da extra sagen, dass man da suffocated. Feuerzeug benutzen, ja. Das ist doch dumm, dass man hier mal gleich den Schalter hat. Da kommt man immer so leicht drauf. Das finde ich kacke. Das müssen wir vielleicht noch irgendwie anders machen. Das ist ein bisschen kacke, dass ich sofort auf den Schalter drauf komme. Also ich hätte es gewusst, was soll man anders aus Eisen und Flint machen, aber im Prinzip ist halt, wie geil sieht denn das Feuer aus? Haben die das neu gemacht? Das hat ja vor die ganze Animation, also das hat ein ganz anderes Modell gehabt jetzt. Raum 2 leicht. Eine Rose. Naja, okay. Hat er nicht gerade irgendwas geklickt? Oder war das hier das Ding? Ja, das war das. So. Dahinter kann es theoretisch auch sein. Ist es aber nicht. So, Bilder zerstören geht natürlich gar nicht klar. Ah, oh, wow. Nein! Okay, passt. Also bis jetzt sind die Räume wirklich noch leicht. Ist doch nicht so einfach, oder? Ist doch nicht so schwer, oder? Eis. Okay. Was sollen wir dann machen? Achso, man konnte ja nochmal neu. Okay, ja, alles klar, alles klar. Ja, funktioniert aber nicht. Es funktioniert nicht. Ah, nee, hä? Und wie soll das denn gehen? Ich kann ja nicht auf Blöcken platzieren und dann trotzdem noch ertrinken. So, warte mal. Ach ja, warte mal, klar. Mein Gott, bin ich dämlich. Okay, alles klar. Ich habe nicht gecheckt, wie ich das auf den Block setze, aber wenn ich es auf den Boden pflanze, dann kann ich mich ja. Ich kann mich ja nicht hinlegen oder ähnliches. Außer im Bett, logischerweise. Au, au, au. Au, 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 au. Ertrunken. So, Raum 10 leicht, komm her. Erstmal alles mitnehmen. Dann die Idee haben. Und dann wissen, was zu tun ist. So. Hier, den da. Na komm. Warte. Das Problem hatte ich da schon mal bei der Adventure Map Lava Race. Dass der Baum nicht aufgeht, wenn man. Das ist schon das Richtige, was ich hier mache, oder? Ich verstehe es wieder nicht. Ich muss doch den Baum zum Wachsen bringen, oder nicht? Schauen wir, ist ja die Wüstenbio. Egal. Hä? Ja, gib mir nochmal einen Versuch.
Bauen, 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 bauen. Gib mir auch gleich das Tippsbuch, weil ganz. Also, weil. Normalerweise. Ein König. Ein Kaiser. Ein Dien, du brauchst du eh nicht, gehört zur Royalenfamilie. Das geht nicht. Ach, nee. Nee, 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 nee. Okay, das geht auch nicht. Was passiert, wenn ich... Nichts. Hä? Das bewirkt doch alles nichts bei Bauernwheel. Den hier kann ich sowieso nicht hinstellen. Ein König, was? Sieht geht ja auch schlecht. Ist ja kein Farmland, Dingsbums da. Das sind nur Tipps, oder? Ja, okay. Ja, weiß ich nicht, was mir machen soll, wenn der Baum nicht wächst. Zerpulver ich gerade nochmal die ganzen Bone Meal. Nee, geht nicht. Der wächst nicht. Wahrscheinlich, weil wir im Wüstenbiom sind. In der Raum, Mitte des Raums, in der Kiste ist ein Eichensessel. Musst du ja auf die Erde und dann suchen. Ja, okay. Das hatte ich gemacht. Hat nicht funktioniert. Müsst ihr bitte fixen. Okay, wartet mal. Wir probieren das jetzt noch einmal. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann erkläre ich das eindeutig für unschaffbar. Dann geht es aus irgendeinem Grund, geht es dann halt nicht mehr. Das sieht so unnatürlich aus. So viele... Ah! Man sieht und staune. Jetzt hat es auf einmal natürlich funktioniert. Okay. Raum 11 vielleicht. Music Disc. Ins Ende, was? Ich glaube, ich sollte man nicht. Kann sein, dass hier so ein Blockdetektor dran hängt. Ja. Lol. Das wusste ich gar nicht, dass er das ein Block-Update kriegt, wenn man hier so eine Wasserbottle aus so einem Ding nimmt. Gut gemacht. Geiler Raum. Okay, Suffocate in der Normal, alles gut. Oh, jetzt spielt er immer noch diese Musik. Genesungskarte, zu viel gesoffen. What? Oh mein Gott, okay, das war eine Trap-Chest. Alter, ist so geil gemacht. Das ist cool gemacht. Ich weiß auch ungefähr, wie es geht, aber ja, wahrscheinlich Slowness ungefähr 300 und Nausea irgendwas und Hunger. Ja, okay, das ist logisch, wie es gemacht wurde hier mit Trap Chest. Aber das macht es jetzt nicht unbedingt schlechter. So, schauen wir hier, da ist ein Loch. Geht da rein. Und hier ist ein Schalter. Bam. Das ist doch nicht euer Ernst. Lol, was ist das denn hier? Lol, Alter, der Schalter sah voll 2D aus. Okay, komm gleich nochmal her hier. Okay, warte mal, wir warten nochmal ganz kurz, bis wir mehr Health weg haben. Damit wir da auch richtig sterben hier unten. Es wird kacke gemacht. Kann man nicht einfach dieses Ding hier noch weiter, noch tiefer machen, damit man immer stirbt? Ich meine, da hinzukommen ist schon irgendwo schwer. Mit diesem Slowness-Ding. Oh, ey, dieses Nausea ohne Witz. Wir warten mal, bis wir nur noch 5 Herzen haben. Jawohl. Passt, passt, passt. Minecart. Ja, okay, klarer Fall, was wir machen müssen. Alter, wir bleiben gleich beim ersten Mal drin. Das wäre richtig geil. Ja. Jawohl, passt. Alter, ging schnell. Lava. Pfeile.
Ne, nicht nochmal versuchen. Wollt's immer diese, dieses Jazz, keine Ahnung, Scheißdreckmusik da im Hintergrund. Raum 14 leicht. Das Einzige, was an dem Raum besonders ist, ist die Lava. Ja, okay, warte mal, das macht keinen Sinn. Ah, das macht schon mehr Sinn. Und wie jetzt aktivieren? Hier? Nee. Ah. Aua. 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 Autsch, that hurts. Au. Au. Was shot by an arrow. Whilst he was burning. Bett und Portal. Raum 15 leicht. Ich weiß was. Ich hab ne Idee. Das ist super toll. Na komm, downloade dein Terra. Terra. Hallo? Cool. Man darf nämlich im Nether keine Betten bauen. Keine Betten bauen. Da tötet man sich nämlich nur selbst. Dachte ich zumindest immer. Gilt die Spielregel nicht mehr? Weil das wäre kacke. Ich glaube, darauf baut es aus. Ich wusste, ich dachte, man dürfte im Nether keine Betten bauen. Hä? Anders geht die Challenge doch gar nicht. Mich wundert es auch, dass wir mitten im Nichts spawnen. Da müsste doch irgendwas Besonderes sein, wenn es eine Map ist. Also, ja, wisst ihr da schon Bescheid. Ich dachte, hier wird dann irgendwas aufgebaut oder so. Hä? Nö, ich verstehe es nicht ganz. Können uns halt so töten. Okay, aber ich glaube, eigentlich war das auf dem Trick mit dem... Ah! Man muss sich reinlegen, okay. Alles klar. Alles klar. Oh, was ist das denn für ein Block da drunter? Ach, das war TNT. Entschuldigung, wollte ich nicht. Na toll. Soll ich das TNT zerstören?